warum wir uns missverstehen. Vier Videos mit vier verschiedenen Analysen darüber, was die wesentlichen Ursachen sein könnten. Meine Vermutungen, ich weiß ja nichts. Ich mache nur meine Beobachtungen, weil es immer schwieriger wird, mich mit Leuten zu unterhalten. Und das Dumme ist, ich ahne mittlerweile schon, mit wem es klappt und mit wem es nicht klappt. Aber nicht wegen irgendwelcher Vorurteile, sondern ich bin hinterfotzig. Ich stelle dann ganz unbemerkt ein paar in Gänsefüßchen Testfragen, um zu sehen, jetzt kommt ein ganz böses Wort, wes Geistes Kind mein Gesprächspartner ist. Und es ist sehr amüsant festzustellen, wie schnell Gesprächspartner auf diese Testfragen hereinfallen. Geht mir aber nicht darum, jetzt jemanden vorzuführen. Ganz im Gegenteil. Es geht mir darum, dass ich weiß, woran ich bin und was ich erwarten kann und was ich auch nicht erwarten kann. Und es geht mir wie immer hauptsächlich darum, dass mein Gesprächspartner durch das Gespräch mit mir die Chance hat, sich zu verändern. Nochmal neu über irgendetwas nachzudenken, neue Aspekte zu erfahren, rauszukommen aus seiner Einöde, seiner geistigen Einöde, seinem Schneckenhaus, in dem er sich manchmal so wohl fühlt, weil keiner an ihn rankommt. Er kann, wann immer er Lust hat, rauskommen aus dem Schneckenhaus und sich anschauen, was die Welt ihm bietet, seine Fühler ausstrecken. Aber in dem Moment, wo es unangenehm wird, vielleicht sogar gefährlich für ihn, oder er redet sich ein, es könnte gefährlich sein und gefährlich werden, zack, flüchtet er sich in das Schneckenhaus und ist nicht mehr erreichbar. Ist quasi so wie eine tote Muschel oder was auch immer. Daher noch einmal der Hinweis, ich möchte eigentlich nur Fragen stellen, nur Fragen, nichts behaupten. Ich kann nichts behaupten, weil ich keine Ahnung habe. Nur Fragen, um einen Dialog in Gang zu bringen. Leider spricht der Visionär hier nicht so wirklich mit mir. Aber er kann gut zuhören. Und ich bin da bei meinen Spezialgebieten schon darauf angewiesen, dass jemand diese Geduld hat, mir zuzuhören. Und da bin ich, wie wir alle wissen, sehr egoistisch. Ich will dazulernen und das natürlich hauptsächlich auf den Gebieten, für die ich mich interessiere. Aber es ist schwierig, da kompetente Gesprächspartner zu finden. Und weil ich die Erfahrung immer und immer und immer wieder mache und darüber sehr frustriert bin, dass
sehr oft. Gespräche, die eigentlich wunderbar werden könnten, eventuell sogar für beide Seiten, was ich immer hoffe und anstrebe, manchmal auch im Egoismus, dann unfair und asozial ignorieren. Weil meine Erfahrung ist, ich finde aktuell wenig gute Gesprächspartner. Die kompetenten Leute sind schon weiter als ich oder gehen davon aus, dass ich ihnen nichts zu sagen habe. Und dann gibt es noch die anderen Typen. Und davon mehr in Folge 2. Das war quasi also nur die Einleitung. Aber irgendwie schon wichtig, bevor man die nächsten Videos versucht zu verstehen.